Ja, vielen Dank. Mal sehen, ob uns die Technik noch blockt. Ich stelle jetzt zumindest mal meinen Laptop hoch, dass ich nicht drauf treten muss. Ich hätte nämlich noch viel geilere Folien als der Markus. Also ich habe es ja nicht gesehen, aber ich nehme das einfach an. Aber da man jetzt ja gerade gar nichts mehr sieht, ich fange trotzdem einfach mal an. Also einen schönen guten Morgen. Mein Vortrag hat den etwas seltsamen Titel Mad Max und die DSGVO. Und was das bedeuten soll, wird vielleicht in den nächsten 20 Minuten klar. Mein Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, was Science Fiction beitragen kann zu Netzpolitik und zu netzpolitischen Debatten und auch welche Auswirkungen Science Fiction vielleicht auf Netzpolitik hat. Warum stellt sich diese Frage überhaupt? Ich denke, sie stellt sich, weil Netzpolitik mehr als alle anderen Politikfelder mit der Zukunft zu tun hat. Und der Umgang mit persönlichen Daten oder staatliche Überwachung, das sind natürlich immer zu einem nicht unerheblichen Teil technische Fragen und damit auch fast automatisch immer Fragen, die zukünftige Technologien betreffen, die wir noch nicht so ganz abschätzen können. Gleichzeitig dauert Politik ja bekanntermaßen relativ lange. Also bei der DSGVO, wenn ich richtig informiert bin, war der erste Kommissionsvorschlag 2012. Ja, jetzt haben wir 2018. Das heißt, vorher haben die auch schon irgendwelche Entwürfe gemacht, zu einer Zeit, wo es also noch kein Snapchat gab und noch kein Tinder. Und angesichts dieser Rasanz technologischer Entwicklung ist es logisch, dass sich Netzpolitiker immer in der Lage sehen, dass sie Gesetze für eine ungewisse Zukunft machen. Und deshalb fragt man sich des Öfteren, wie wird denn jetzt eigentlich die Zukunft? Und die Frage lässt sich eigentlich kurz und bündig beantworten. Die Zukunft wird fürchterlich, sie wird entsetzlich und sie wird grauenvoll. Jetzt könnt ihr mein Slide dazu nicht sehen, warum das so ist, aber ich lese euch einfach mal ein paar Namen von Filmen vor, die ihr wahrscheinlich kennt aus den letzten Jahren. Mad Max Fury Road, Handmaid's Tale, Black Mirror, Hunger Games, Man in the High Castle, Blade Runner 2049, Automata, Transcendence, Snowpiercer, Book of Eli, Rain, Extinct und viele mehr. Und was haben alle diese Filme gemeinsam? Es sind alles Dystopien. Also es geht immer um die Auslöschung der menschlichen Spezies, globale Seuchen, durchgedrehte Roboter, entfesselte KIs, ja, Überwachungsstaaten, totalitäre Systeme. Es gibt ein Filmplakat von Report der Markt, wo sozusagen beworben wird, was einem da in der Serie geboten wird. Und da ist die Hauptdarstellerin drauf und da steht einfach nur, The future is a fucking nightmare. Und also das ist das, was wir in der Populärkultur so offensichtlich über die Zukunft denken. Und ja, jetzt kann es natürlich einfach sein, dass wir tatsächlich düsteren Zeiten entgegengehen, aber vielleicht lohnt es sich da mal für einen Moment innezuhalten und darüber zu sprechen, wie das eigentlich passieren konnte, dass, wenn wir über die Zukunft nachdenken, diese Idee der Dystopie, der schrecklichen Zukunft irgendwie unser Default-Setting geworden ist. Und wenn man sich Science-Fiction so über die Jahrzehnte anschaut, dann kann man so Phasen sehen, wo immer bestimmte Themen en vogue waren. Und da fällt also zum Beispiel auf, bei ganz früher Science-Fiction, also so bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, da gibt es eigentlich keine Dystopien. Da war so das Gefühl oder die Meinung noch, Technologie wird uns helfen, alles besser zu machen. Ja? Hat man viel nachgedacht über fliegende Autos, auch schon damals das Flugtaxi oder über irgendwelche anderen spektakulären Erfindungen, aber das war eine ganz positive Grundstimmung, hat aber nicht so richtig lange angehalten. Also als dann in den 30er Jahren der Faschismus kam, der Totalitarismus, die Wirtschaftskrise, da ist das gekippt und dann kommen diese Bücher, über die wir heute teilweise noch diskutieren, wie 1984 von Orwell, Brave New World, und es gab sogar ein Buch von einem Franzosen aus den 30ern, das heißt Das Ende der Welt, also der hat gleich die ganze Welt untergehen lassen. Und jetzt würde der Literaturwissenschaftler wahrscheinlich sagen, ja, okay, ist logisch, ja, es sind Rückwirkungen der realen Welt auf die Autoren und ihre Werke,
wenn jemand mal so alte Science-Fiction-Schinken sich vielleicht aus den 50er Jahren angeguckt hat, da sind immer so Alien-Invasoren, die alle unterjochen. Und das ist natürlich auch wieder ein Chiffre, das sind die Russen. Ja? Das war die Angst im Kalten Krieg vor den Russen und die hat man gewissermaßen über den Alien sublimiert. Es geht dann weiter zum Cyberpunk, also zu hier William Gibsons Neuromancer und diesen ganzen Geschichten, Ghost in the Shell, Blade Runner, wo dann so ein bisschen verarbeitet worden ist, okay, wir treten ein ins Informationszeitalter, das war so in den 80ern und deshalb gibt es da den Cyberspace und die Städte sehen so ein bisschen nach urbanen Wüsten aus. Aber jetzt sind wir eben in so einer Phase, wo es anscheinend meistens darum geht, in Science-Fiction-Szenarien, zumindest in denen, die man sich so auf Netflix oder im Kino angucken kann, dass es eigentlich immer um die Versklavung oder die Knechtung der Menschheit durch Technologie und Überwachung geht. Und der Science-Fiction-Autor Kim Stanley Robertson hat mal gesagt, Science-Fiction represents how people in the present feel about the future. Und wenn das stimmt, dann kann unser Gefühl, dann sind unsere Vibes irgendwie, was die Zukunft angeht, offensichtlich gerade nicht so wahnsinnig gut. Und eindeutig haben wir den Glauben daran verloren, dass Technologie sozusagen automatisch uns zu einer besseren Zukunft verhelfen kann. Aber die Frage ist ja jetzt, heißt das wirklich als Netzpolitiker, muss ich mich jetzt auf eine ganz schreckliche Zukunft vorbereiten? Also ich glaube, es kann natürlich sein, dass es Gründe dafür gibt, hat Markus ja eben auch schon gesagt, in einigen Punkten pessimistisch zu sein, aber man muss, glaube ich, stärker hinterfragen teilweise, wo dieses, wenn es nicht faktisch ist, sondern wenn es mehr so gefühlt ist, wo das herkommt. Ja? Weil wenn es daher kommt, dass ihr zu viel Netflix guckt, dann macht ihr vielleicht was falsch. Denn wenn man mal ehrlich ist und sich überlegt, ist Science Fiction denn überhaupt ein gutes Tool für uns? Ist es ein gutes Tool für die Netzpolitik? Man sucht, ich kann das verstehen, immer händeringend nach einem Prognoseinstrument, ja? Weil die Zukunft so ungewiss ist. Ja? Also zum Beispiel, wird jemand in 10 Jahren überhaupt noch so ein Mobiltelefon verwenden? Weiß natürlich kein Mensch. Und ich würde behaupten, wer es schon gar nicht weiß, das sind Science-Fiction-Autoren. Weil das Track Record, wie man neudeutsch sagen würde, der Science-Fiction, wenn es darum geht, konkrete technologische Entwicklungen vorherzusagen, das ist durchwachsen, vorsichtig ausgedrückt. Also nur um einige Beispiele zu nennen, also die größte Enttäuschung für mich der letzten Jahre ist, dass das Hoverboard nicht wie angekündigt im Jahr 2015 gekommen ist. Ja? Das war natürlich aus Zurück in die Zukunft 2. Eine weitere, wie mache ich das jetzt ohne die Folie? Okay, eine weitere schönes Detail, an das ich mich erinnere, ich habe vor einiger Zeit nochmal Neuromancer von William Gibson gelesen und da gibt es eine Szene, wo der Protagonist, weiß ich, ob sich noch jemand an das Buch erinnert, der Hacker Case, der spricht mit einer künstlichen Intelligenz. Das Buch spielt so ungefähr 2100 und er spricht nicht sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit ihr, sondern übers Telefon. Und dann hat er keinen Bock mehr mit ihr zu sprechen und geht weg. Und dann klingeln alle Münzfernsprecher, an denen er vorbeiläuft. Münzfernsprecher im Jahr 2100. Weil Gibson eben hat sich vieles gedacht und hat viele Sachen vorhergesehen, aber das Mobiltelefon hat er schlichtweg vergessen. Das gilt jetzt nicht nur diese sozusagen Unfähigkeit der Prognose, gilt nicht nur für so einzelne Technologien, sondern es gilt auch durchaus für ganze Weltentwürfe. Also Blade Runner haben sicherlich viele von euch gesehen und da sieht man am Anfang dieses dystopische Los Angeles, ja, wo so immer so Feuerlohen hochgehen, da sind so riesige Leinwände und dann fliegt so ein Flugtaxi, da ist es wieder das Flugtaxi, fliegt vorbei und dann steht da Los Angeles, Februar 2019. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass Los Angeles in fünf Monaten so aussehen wird wie in dem Film. Also man muss sich immer wieder klar machen, dass wir schon wahnsinnig viele Scheißzukünfte überlebt haben. Ja? Wir haben
2001 Odyssee im Weltraum haben wir überlebt. Wir haben auch das Schreckensregime von Judge Dredd überlebt. Das sollte nämlich im Jahr 2000 sein. Und vor allem haben wir den Atomschlag von Skynet aus Terminator überlebt. Der war nämlich am 29.08.1997. Also was ich damit sagen will, das ist kein gutes Prognoseinstrument, so ein Science-Fiction-Roman oder ein Science-Fiction-Film, nicht unbedingt jedenfalls. Und jedem, der jetzt auf uns Schriftsteller zeigt und sagt, ja, eure Vorhersagen, die taugen ja überhaupt nichts, ja, dem würde ich aber stellvertretend entgegnen wollen für meine Kollegen, wir wollten auch gar keine Vorhersagen treffen. Ja, also es ist, glaube ich, ein großes Missverständnis zwischen Autoren und Lesern in dem Fall oder Konsumenten. Science Fiction hat gar nicht die Intention, irgendeine Zukunft zu entwerfen, die realistisch ist, ja, oder die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. Präsentationsmodus. I'm trying. So. Ich sehe jetzt wieder besser, was ich geschrieben habe, aber ihr wieder gar nichts mehr. Aber ja, war ein Tipp. Ne? Wo war ich jetzt? Also es ist, glaube ich, ein Missverständnis zu glauben, dass wir Prognosen erstellen, weil was wir eigentlich machen, wir Science-Fiction-Autoren, und warum wir eigentlich Science-Fiction schreiben, das hat mal eine Kollegin Ursula Le Guin sehr gut gesagt, sie hat gesagt, sie schreibt deshalb Sachen, die in der Zukunft spielen, weil ihr dann keiner reinreden kann. Ja, wenn ich einen historischen Roman schreibe, kommen gleich 10 Leute und sagen, na, im Rokoko hatten sie aber ganz andere Perücken. Wenn ich einen schreibe, der 2100 ist, kann mir niemand reinreden und ich habe, wie sie das ausgedrückt hat, ein sicheres, steriles Laboratorium, in dem ich Ideen ausprobieren kann. Und so muss man es, glaube ich, auch verstehen. Und nichts anderes sind auch diese dystopischen Szenarien. Das muss man sich immer wieder klar machen, das sind keine Prognosen. Und ein Grund, dass Science-Fiction-Autoren offenbar in den letzten Jahren so viele Dystopien verfasst haben, ist sicherlich, dass da gesellschaftlich und technologisch zurzeit schon ein paar Sachen in der Luft liegen. Aber ein weiterer ist schlichtweg, dass Dystopien einfach auch unterhaltsamer als Utopien sind. Also Epic Fail immer interessanter als Epic Win. Zumindest wenn man Popcorn hat und nicht dabei ist. Und es gibt natürlich auch, gerade was die filmischen Science-Fiction-Sachen angeht, da so eine Hollywood-Logik. Ja? Also wir haben jetzt gemerkt, dass dieses Subgenre gerade sehr gut funktioniert und deshalb gibt es immer mehr davon. Ist damit die Dystopie denn als Inspiration für die Netzpolitik jetzt völlig wertlos? Also das ist sie, glaube ich, nicht, denn wir wollen ja tatsächlich nicht in einer Dystopie enden. Wir wollen keine Welt, in der der Staat jedem Bürger mit Hilfe von Big Data ein Sozialrating zuweist. Wir wollen keine Datenhändler, die sich irgendwelchen Despoten andienen und für sie unsere Demokratien manipulieren. Und wir wollen auch keine Sicherheitsbehörden, die jeden von uns lückenlos überwachen. Natürlich macht Sinn, diese ganzen technologischen Entwicklungen mal durchzuexerzieren im Sinne dieses Ideenlaboratoriums, aber ich habe so das Gefühl manchmal, dass in dieser intellektuellen Übung, wenn man das so nennen will, auch eine gewisse Gefahr liegt. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Netzpolitik muss notwendigerweise die Zukunft gestalten. Aber ist es nicht vielleicht manchmal andersrum? Gestaltet manchmal vielleicht die Zukunft, die Netzpolitik. Ich meine jetzt natürlich nicht die richtige Zukunft, sondern ich meine die Zukunftsszenarien aus der Science Fiction. Denn ich bin überzeugt davon, dass diese Szenarien, auch wenn sie fiktional sind, häufig viel stärker auf die Gesellschaft und auf die Politik rückwirken, als uns vielleicht so bewusst ist. Tun das durch eindringliche Bilder und durch Konzeptionen, die sich in der Populärkultur festsetzen. Das ist, quasi sind das Meme. Ja? Und die machen es uns manchmal schwierig bis unmöglich, vernünftig über bestimmte Technologien zu diskutieren, ohne dabei gleich irgendwelche Assoziationen aus der Science-Fiction heraufzubeschwören. Also eines der frappierendsten Beispiele für mich aus den vergangenen Jahren ist bei künstlicher Intelligenz,
Ich habe mal so ein bisschen in den Archiven geguckt und es scheint fast unmöglich zu sein, zumindest so in General Interest Medien, einen Artikel über Risiken der künstlichen Intelligenz zu publizieren, ohne den mit einem Bild des T-1000 aus Terminator zu versehen. Ja, fast unmöglich. Also ich glaube, niemand hat diese Technologie mehr in Verruf gebracht als James Cameron. Und natürlich ist diese Illustration völliger Schwachsinn, weil selbst wenn man jetzt der Meinung ist, dass eines Tages die Singularität kommt und dass sie das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten könnte, dann sind ja die Probleme, die wir mit KI kriegen, jetzt zunächst wahrscheinlich erstmal völlig andere. Ja. Wir werden wahrscheinlich komplexe KI-gesteuerte Systeme bekommen, die nicht richtig funktionieren und die auf spektakuläre Weise Ressourcen falsch einsetzen. Oder wir werden kriminelle Hacker haben, die KI verwenden, um scheinbar bestens gesicherte Datenbanken ratzefatze leer zu machen. Und wir werden ruchlose Firmen wie Cambridge Analytica haben, die KI nutzen, um Wähler und Verbraucher in bisher nicht vorstellbarer Weise zu analysieren und zu manipulieren. Und das sind alles wichtige Probleme der KI, aber es ist eben nicht die Robo-Apokalypse. Und ich habe den Eindruck, dass wir uns da manchmal so ein bisschen festgefahren haben. Also KI ist jetzt immer gleich Skynet, Drohnen sind immer Death from Above und Überwachungskameras sind zwingend Big Brother. Und es gibt ja diesen Ausdruck des Groupthink, dass also alle so eine verengte Sicht entwickeln und dann zu irrationalen oder dysfunktionalen Entscheidungsfindungen kommen. Und vielleicht gibt es ja auch so ein Distothink, ja? Also dass wir einfach zu schwarz sehen. Denn wenn wir glauben, dass die Zukunft wahnsinnig schrecklich und düster, also dystopisch wird, dann richten wir möglicherweise unser Verhalten nach dieser Erwartung aus und machen auch entsprechende Politik. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass KI zwangsläufig zur absoluten Apokalypse führt, dann muss ich natürlich alles daran setzen, sie zu verbieten oder sie zumindest prohibitiv zu regulieren. Und auch wenn es eine interessante intellektuelle Übung ist, immer den größtmöglichen Fuck-up anzunehmen, so wäre es gleichzeitig, finde ich, notwendig, sich mehr Gedanken über positive Szenarien zu machen. Nehmen wir nochmal die KI. Also natürlich gibt es eine Zukunft, in der wenige mächtige Konzerne oder Regierungen diese Technologie für ihre Zwecke einsetzen und nicht zum Wohle der Menschheit. Aber es gibt auch eine Zukunft, in der jeder von uns einen sehr cleveren KI-Assistenten hat, der ihm hilft, die Hoheit über seine Daten zu behalten. Und im Falle der Überwachung gibt es nicht nur die Zukunft, in der NSA und FSB Videos und Satellitendaten automatisiert auswerten und von jedem ein prädiktives Bewegungsprofil erstellen können, sondern es gibt auch eine Zukunft, in der Aktivisten eine unglaubliche Macht besitzen, weil sie ebenfalls Daten automatisiert auswerten und zweifelsfrei dokumentieren können, wann die Polizei ihre Kompetenzen überschritten hat, wo ein Unternehmen Umweltauflagen verletzt oder wo die Stadtverwaltung sich wieder nicht um die Schlaglöcher gekümmert hat. Auch diese Zukünfte gibt es. Und die müssen wir viel mehr durchspielen, wir müssen sie denken, ansonsten wird unser Handeln nicht aktiv und kreativ sein, sondern defensiv und ideenlos. Dann machen wir uns nur noch Gedanken darüber, was am besten alles verboten gehört. Und wie kommen wir jetzt raus aus diesem Dysto-Loch? Ja, vielleicht einfach, indem man ein bisschen positivere Science-Fiction, wenn man sie denn gerne konsumiert, liest. Ja? Also zum Beispiel Sachen wie die Culture-Romane von Ian Banks, die eine Zukunft beschreiben, in der die Menschheit ihre Probleme, Krankheit, Armut, Krieg, Umweltverschmutzung im Wesentlichen alle gelöst hat. Oder 2312 von Kim Stanley Robinson, wo auf eine realistische und fundierte Weise beschrieben wird, wie die Menschheit aussehen könnte so in 300 Jahren, wenn sie das ganze Sonnensystem erobert hat. Oder von Neal Stephenson Almathea, da wird zwar gleich auf den ersten 10 Seiten der Untergang der Erde heraufbeschworen und sie geht auch unter, ist kein Spoiler. Aber eben dann wird auch die anschließende Wiedergeburt beschrieben. Und das ist wahnsinnig positiv von der Sichtweise und das ist Science Fiction zum Staunen, das sind große Weltenentwürfe und die machen jetzt nicht weniger Spaß als so ein Blade Runner oder Black Mirror Szenario. Und diese Art von Zukünften kann vielleicht Buch für Buch so ein bisschen unseren häufig zu düsteren Blick auf die Zukunft verändern,
Denn wenn wir es wollen, dann kann die Zukunft richtig gut werden. In diesem Sinne, auf die Zukunft, euch noch viel Spaß heute. Vielen Dank.